Dann sage ich mal, ja, gute und herzlich willkommen zur Vorstellungspressekonferenz von unserem neuen Cheftrainer Markus Anfang. Markus, herzlich willkommen in Südhessen, herzlich willkommen am Bölle. Ich darf hier natürlich auch unseren sportlichen Leiter begrüßen, Carsten Wehmann, an den ich das erste Wort richten darf. Ja, schönen guten Abend. schönen guten Tag alle zusammen. Auch von meiner Seite herzlich willkommen, Markus. Wir freuen uns alle, dass du hier bist. Als einleitende Worte muss man dann auch ganz ehrlich sagen, wenn man die Vita von Markus betrachtet in den letzten Jahren, dann kann man schon sagen, dass das ein absoluter Glücksfall für uns ist, dass wir Markus Anfang für Darmstadt 98 hier gewinnen konnten. Und von daher herzlich willkommen. Markus kenne ich als Trainer, der mit sehr viel Herzblut, Leidenschaft, Akribie an die ganzen Sachen rangeht, der eigentlich 24 Stunden nur an Fußball denkt und auch Sachen weiter vorantreiben möchte. Auch, und es gibt sicherlich auch ab und zu mal ein paar Diskussionen, die auch dann zielführend dahingehend sind. Einleitend dazu würde ich dann ganz gerne noch mal kurz erklären, wie die erste Kontaktaufnahme zustande gekommen ist, die ungefähr einen knappen Monat, nachdem die mir uns im Februar darüber informiert hatte, das Vertragsangebot, was wir ihm gemacht haben, nicht anzunehmen. Es war ein Angebot, was wir natürlich auch gemacht haben in einer Situation, wo wir auch noch nicht wussten, wie sich die Tabelle im Nachhinein darstellt. Letztendlich freut uns das alle, dass die Saison natürlich so zu Ende gegangen ist. Und da möchte ich mich auch noch mal persönlich für bedanken beim Dimi und dem Trainerteam für die gearbeitete Arbeit, die sie hier geleistet haben. Des Weiteren war auch klar, nachdem Dimi uns darüber informiert hat im Februar, dass das Vertragsangebot nicht annimmt, dass wir auch gesagt haben, dass wir die Saison mit ihm gemeinsam und erfolgreich zu Ende bringen wollten. Das haben wir, das Vertrauen, was wir in ihn gesetzt haben, vom ersten Tag an hat er dann auch, ja, nachdem er aus der U19 von Bochum hierher gekommen ist, hat er das von Tag 1 auch absolut gerechtfertigt. Wir haben immer Ruhe bewahrt nach einem guten Start in der letzten Serie vom Dimi und auch als wir in der Hinrunde sicherlich eine Phase hatten, wo es sehr, sehr kribbelig war und eine extrem schwierige Situation. Aber nichtsdestotrotz hat sich gezeigt, dass sich das Vertrauen dann auch ausgezahlt hat. Von daher, wie gesagt, habe ich gesagt, möchte ich mich bedanken. Die erste Kontaktaufnahme zu Markus fand dann knapp einen Monat, nachdem Dimi uns informiert hatte, statt. Und nachdem Markus uns dann auch signalisiert hat, dass es von ihm von Interesse ist, weitere Gespräche zu führen, haben wir dann auch in der Zukunft dann auch die Gespräche angegangen. Ich kann mich noch an ein erstes Treffen erinnern, wo wir uns in einem Hotel getroffen haben, was dann auch, wo wir nicht wussten, was uns erwartet, aber auch ein Stück weit Darmstadt 98-like war. Also keine Nobelherberge, sondern hat sich eher ein bisschen anders dargestellt. Von daher freut uns das, dass wir die Gespräche dann auch weiter intensivieren konnten. In den Gesprächen waren Tom Eilers und Markus und ich dann auch zugegen. Und letztendlich muss man dann auch sagen, dass Markus unser absoluter Wunschkandidat war. Und deswegen sind wir umso glücklicher, dass wir das auch umsetzen konnten. Markus hat uns dann auch klar gesagt, dass er in den Gesprächen gesagt, dass er ab 1.7. wieder arbeiten möchte. Und da wir gestern den 1.7. hatten, hat er heute sozusagen schon seinen zweiten Arbeitstag. Und von daher sind das meine einleitenden Worte zur Begrüßung von Markus. Und dann möchte ich jetzt doch gerne Markus das Wort übergeben, beziehungsweise zu Jan, und sein Statement abzugeben. Genau, dann würde ich sagen, machen wir direkt mit dir, Markus, weiter. Was waren so für dich die ausschlaggebenden Gründe, um dann am Ende zu sagen, Darmstadt 98 und Markus Anfang, das kann passen? Ja, hallo zusammen. Jetzt viel gesagt worden schon, wie der Ablauf war. Für mich war es so, ich habe gesagt, ab 1.7. möchte ich wieder an der Linie stehen, wieder mit einer Mannschaft arbeiten. Und mir ging es immer um die Aufgabe, das ganze Jahr über, keinen Verein hatte, habe ich mich natürlich fortgebildet, habe mir alles angeguckt und habe gesagt, wenn eine gute Aufgabe kommt, eine Aufgabe, die interessant ist, die spannend ist, dann würde ich das gerne machen. Und hinten raus war dann die Situation, dass hier halt eine Position frei geworden ist,
aus eigener Initiative von Dimi, den ich ja selber kenne, mit dem ich ja auch Kontakt hatte. Und dann kam Wähler rauf und hat mich angerufen und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und Darmstadt ist ein Traditionsverein. Ich habe schon einige Berührungspunkte gehabt mit Darmstadt 98. Ich war damals zu Costa Runias Zeiten im Stadion beim Aufstieg, glaube ich, gegen Mirmingen. War ich hier 2011 und habe diese Atmosphäre auch mitbekommen, habe natürlich selber mit Mannschaften gegen Darmstadt gespielt und Darmstadt ist sicherlich ein Verein, der ja auch in der Vergangenheit in der Bundesliga war und ich glaube, dass hier viel Potenzial ist und dass die Aufgabe sehr reizvoll für uns ist, hier hinzukommen und hier guten Fußball spielen zu lassen mit der Unterstützung der Fans, glaube ich, ist hier einiges möglich und ja. Das gehen wir so an und wir hoffen halt, dass wir sehr erfolgreich sind, so wie das auch bei den letzten Stationen von uns waren und dass wir gemeinsam viel Spaß haben und ja, so gehen wir die Aufgabe an und freuen uns darauf. Vielen Dank dir, Markus. Dann würde ich jetzt den Ball zu euch spielen. Das Mikro wartet. Einfach ein kurzes Handzeichen geben, am besten, glaube ich, auch der Einfachheit halber, auch damit Markus auch die ganzen Namen zu den Gesichtern hat, einfach am besten kurz selbst vorstellen, den Namen und das Medium. Ja, Jens Wannemacher vom Darmstädter Echo. Ja, mit Köln aufgestiegen, auch wenn sie am Schluss nicht mehr dabei waren, mit Kiel ganz oben oder auch aufgestiegen, wieder ganz oben dran. Das heißt, Ziel und Erwartung hier in Darmstadt kann ja eigentlich nur bedeuten, oben. Ja, erstmal schön, dass ich daran erinnert worden bin, dass ich gegen Darmstadt mit Köln verloren habe und bin entlassen worden. Dann habe ich auch gesagt, jetzt gehst du nach Darmstadt, weil wenn du schon mit Köln gegen Darmstadt verloren hast und bist entlassen worden, dann gehst jetzt nach Darmstadt und gewinnst dann vielleicht gegen Köln. Das ist, man, als Trainer, ich glaube, als Sportler allgemein hat man immer das Bestreben, die Sachen, die du angehst, halt erfolgreich zu gestalten. Das ist bei mir nicht anders. Ich möchte natürlich jedes Spiel gewinnen, ich möchte natürlich guten Fußball spielen. Aber ich habe mir auch im Laufe der Karriere als Trainer auch so meine Säulen aufgebaut. Und die Säulen sind halt nicht nur ein Ergebnis, sondern die Säulen sind halt auch, dass du guten Fußball spielst, dass du Spieler weiterentwickelst und am Ende ein Ergebnis. Ich bin der festen Überzeugung, dass du, wenn du guten Fußball spielst und Spieler weiterbringst, dass du am Ende auch belohnt wirst dafür und gute Ergebnisse erzielst. Und wenn der Erfolg nur eine Säule ist, das Ergebnis, und du hast das Ergebnis nicht, dann bricht alles weg. Also du musst halt irgendwo auch eine Basis haben. Und das sind halt meine Säulen, so gehe ich das an. Und wenn am Ende des Tages das dabei herausspringt, so wie das in der Vergangenheit war, dann ist das natürlich toll und positiv. Aber man kann natürlich nicht immer davon ausgehen, dass es alles so reibungslos funktioniert. Zumal wir jetzt auch in der neuen Saison eine schwierige Saison vor der Brust haben. Wir wissen alle, wie die Corona-Situation ist. Wir wissen halt, dass es eng wird in der Liga, sprich, dass der Rahmenterminkalender eng gestrickt ist. Wir wissen, dass eine Kaderplanung ansteht unter besonderen Voraussetzungen. Und das spielt natürlich alles mit rein. Zaubern kann man nicht, aber man kann halt versuchen, gut zu arbeiten und diese drei Säulen zu bedienen. Und das ist natürlich das, was wir versuchen. Eine zweite Frage ist, Sie hatten jetzt viel Zeit, relativ viel Zeit, auch mit dem Carsten wahrscheinlich zusammen, den alten Kader durchzugehen, zu überlegen, was brauchen wir, wo müssen wir uns verstärken oder wo gehen Spieler weg. Die Zeit war relativ lang für einen Trainer, so empfinde ich das, weil Sie Zeit hatten, das zu beobachten. Wie sind da die Planungen, beziehungsweise wie ist der Stand, was jetzt Neuverpflichtungen angeht, von was hängt das jetzt ab? Ja, ist ja so, dass wir, genau wie du gesagt hast, dass wir eine relativ große Zeitspanne hatten, um sich die Sachen zu planen. Und da haben wir natürlich auch Profile festgelegt. Der Markus hat es auch schon gesagt. Und die Situation ändert sich natürlich durch Corona nicht und wird dadurch auch natürlich nicht einfacher, was die Kaderzusammenstellung angeht. Wir haben unsere Ideen, wo wir was machen möchten und machen müssen auch. Ja. Es ist kein Geheimnis, dass wir in der Innenverteidigung auslaufende Verträge hatten, beziehungsweise Leihspieler hatten auch. Wir müssen einfach schauen, wie sich die Gesamtsituation im Etat, den wir auf jeden Fall verringern müssen, genauso wie den Kader verkleinern müssen auch, wie sich dann die Situation darstellt auch. Aber dass die Position Innenverteidigung sicherlich ein Hauptaugenmerk hat momentan, das ist uns auch bewusst gewesen und das haben wir auch die ganze Zeit klar kommuniziert. Haben da sicherlich auch ein paar Ideen im Kopf. Das ist immer die Frage, wie man es dann auch umsetzen kann. Der Markt kommt jetzt erst langsam in die Bewegung oder ein bisschen schneller in die Bewegung oder ein bisschen mehr Bewegung rein. Die Ligen sind beendet. Erste Bundesliga, zweite Bundesliga seit knapp einer Woche. Die dritte Liga ist jetzt beendet. Dann geht es noch darum, die Relegationsspiele abzuwarten, was Bundesliga, zweite Liga angeht und zweite Liga, dritte Liga. Und dann wird sicherlich mehr Klarheit auf dem Markt herrschen.
bei den jeden einzelnen Spielern, genauso wie bei den einzelnen Vereinen auch. Aber ich hoffe, dass wir da ganz gut vorbereitet sind. Oder ich gehe mal davon aus, dass wir ganz gut vorbereitet sind. Dann machen wir in der letzten Reihe weiter. Hallo, Herr Anfang, David Rischke von Sat.1, grüß Sie. Hallo. Wie sieht denn für Sie, beschreiben Sie doch mal bitte, wie sieht für Sie guter Fußball denn aus? Ja, für viele ist ja so, guter Fußball sieht immer so aus, dass du viel nach vorne machst, dass du viele Torschancen kreierst, dass du Tore machst und dass du am Ende gewinnst. Für mich ist es so, dass wir aktiv sind, egal in welcher Situation, ob wir den Ball haben oder nicht den Ball haben. Das spielt keine Rolle. Wir wollen immer bestimmen, wo der Gegner den Ball hat, wie er den Ball hat. Und ich würde schon gerne die Kontrolle halt über das Spiel haben. Und natürlich, klar, geht es auch darum, was hast du für Lösungsmöglichkeiten gegen tiefstehende Gegner? Wie kommst du zu Torchancen? Wie kannst du Tore machen? Aber wie kannst du auch eine Balance reinbringen, dass du auch hinten deine Absicherung hast, deine Restverteidigung hast? Das ist schon entscheidend. Also ist ein schmaler Grat. Guter Fußball ist ja auch immer Interpretationssache. Wie gesagt, die meisten machen den guten Fußball am Ergebnis fest. Deswegen habe ich gesagt, diese drei Säulen. Und ich glaube, wenn es so ist, dass du in Spiele reingehst, wo egal am Ende des Tages, wie das Ergebnis ist, und die Leute gehen aus dem Stadion und sagen, aber das war ein richtig geiles Spiel, die Jungs haben alles dafür getan und haben guten Fußball gespielt, weil sie sich zerrissen haben, weil sie leidenschaftlich waren, aber weil sie auch eine Idee hatten und weil sie mutig nach vorne gespielt haben. Ich glaube, dann kann man davon sprechen, dass das ein gelungener Auftritt war. Wenn dann am Ende das Ergebnis noch nicht so reinspielt, dann muss man natürlich klar das immer mit in die Beurteilung mit reinnehmen. Aber es sollte nicht ausschlaggebend sein, weil wenn du guten Fußball spielen willst und dich dafür belohnen willst, dann musst du am guten Fußball arbeiten und nicht nur das Ergebnis in den Vordergrund stellen. Weil das Ergebnis komme ich, glaube ich, das ist meine Überzeugung, zwangsläufig, wenn du guten Fußball spielst. Ist das so ein bisschen beantwortet damit? Okay. Hallo, Anfang, Moritz Greilinger vom Kicker. Herr Anfang, welche Rolle hat Carsten Wehlmann bei Ihrer Entscheidung pro Darmstadt 98 gespielt? Und das nicht nur in Bezug auf Ihre gemeinsame Zeit, die Sie bei Holstein Kiel hatten, sondern auch in Bezug darauf, was er hier in seiner Zeit bei Darmstadt aufgebaut und entwickelt hat. Ja gut, ich kenne ihn, Wehle ja jetzt schon aus der Zeit, wie gesagt, mit Kiel. Da haben wir ja auch schon einen Kader zusammengebaut und man hat ja noch gesehen, dass er Wehle hier auch einen richtig guten Kader zusammengebaut hat. Das hat man ja auch gerade in der Phase in dieser Corona-Zeit gesehen, dass in Kürze der Zeit viele Spiele waren, dann brauchst du einen breiten Kader, dann müssen auch alle spielfähig sein. Und ich glaube, das hat die letzte Saison auch nochmal klar unterstrichen, dass man in der Kaderplanung sich sehr gut aufgestellt hat. Und für die Zukunft ist es halt so, dass Wähler halt genau weiß, welche Art Fußball ich spielen lassen will, vor allen Dingen, welche Spielertypen wir dafür brauchen. Und ich glaube, dass wir da ganz gut miteinander auskommen, auch wenn wir dann öfter mal kritisch zueinander sind. Ich glaube, das muss man auch haben, man muss sich auch reiben aneinander und da wissen wir uns, glaube ich, auch zu nehmen und einzuschätzen. Das ist halt so das, was ich darüber sagen kann. Also Wähle ist sicherlich einer, der auch viel unterwegs ist, der viel arbeitet, und als wir in Kiel waren, haben wir doch sehr viele Spiele auf dem Zettel gehabt, die im Nachgang dann auch überall eingeschlagen haben, auch bei Bundesliga-Vereinen eingeschlagen haben. Da ist halt auch immer die Frage der Umsetzung. Also du kannst die Spieler entdecken, du kannst die Spieler sehen, du kannst auch sagen, das sind die richtigen Spieler für uns. Und die Frage ist halt, ob du es umsetzen kannst. Und da hatten wir halt auch einige in Kiel schon, die am Ende dann auch durchgestartet sind, sowohl bei uns, aber als auch bei anderen Vereinen. Also da war das schon mit der Beobachtung schon richtig gut und da habe ich ein gutes Gefühl gehabt. Welchen Spielertyp brauchen wir denn? Das kommt auf die Position an. Ne? Also im Moment brauchen wir, so wie Wähler auch gesagt hat, haben wir eine große Baustelle in der Innenverteidigung. Ich glaube, das wissen wir alle. Es ist natürlich nicht leicht, zu der aktuellen Situation Spieler zu bekommen, habe ich eben auch gesagt. Aber es war für mich auch klar und auch wichtig, dass wir darüber sprechen und das thematisieren. Und es ist die klare Bereitschaft vom Verein auch in meine Richtung, dass man da was machen wird und dass man im Rahmen dessen, in dem man sich bewegen kann, auch alles dafür tun wird, diese Spieler dann zu holen. Und wir haben auch schon viele Spieler besprochen und mit Tom Eilers zusammen und mit Wähle zusammen. Und wir werden jetzt da auch die Positionen angehen und versuchen dann umzusetzen. Aber wie gesagt, das ist immer im Rahmen dessen, was wir machen können. Und es ist halt so, dass du Spieler brauchst auf Positionen, wo du gerade halt keine hast in erster Linie.
Man muss natürlich gucken, dass du da auch die bestmöglichen holst, die nach Darmstadt passen. Ja, Stefan Könlein, dpa und Lilienblock. Wie gut kennen Sie den Kader schon denn jetzt, also die Spieler, die im Moment zur Verfügung stehen und vielleicht auch daran angeknüpft noch, es gab ja einige Spieler, die in der letzten Saison keine Rolle gespielt haben. Gucken Sie sich die nochmal an oder ist da auch schon Urteil gefallen? Ja, also wir haben ja im Vorlauf viel Zeit gehabt, darüber zu reden. Ich habe auch die Zeit genutzt, beispielsweise wollte auch unbedingt, dass Dimi, bevor er das in der Öffentlichkeit hört, dass ich ihn anrufe, dass ich ihn informiere. Und da habe ich auch schon mit ihm darüber gesprochen, ob das in Ordnung ist, wenn wir in der Kaderplanung jetzt schon dann auch eingreifen. Hat er auch bejaht, weil für ihn natürlich klar war, umso mehr Ruhe ist, umso besser ist es. Da haben wir ja schon drüber gesprochen und natürlich sind wir im Austausch gewesen, ob das mit Tom Eilers war. Der Präsident hat mich angerufen aus dem Skiurlaub. Darf ich das sagen, Präsident? Ja. Hat sich auch sehr bemüht. Mit Wele, wir haben dann permanenten Austausch. Ich habe natürlich die Spieler persönlich nicht kennengelernt, weil ich ganz klar für mich gesagt habe, ich möchte erst ab 1.7. mit den Spielern sprechen, außer mit den Spielern, wie gesagt, deren Verträge wir dann zwangsläufig verlängern wollten. Die wollten natürlich auch mal einen Kontakt haben, aber das war dann wirklich auch ganz, ganz kurz, nur bei den Spielern, wo es auch wirklich erforderlich war. Ansonsten habe ich mich da zurückgehalten, aus Respekt der Saison gegenüber und dem Trainerstab vom letzten Jahr gegenüber, weil wenn ich mich dann in diese Position reinbegeben würde, würde ich vielleicht was stören, was, glaube ich, nicht angebracht ist. Und deswegen habe ich mich da zurückgehalten. Deswegen habe ich die Spieler so, um auf die Frage zurückzukommen, persönlich natürlich nicht kennengelernt. Ich kenne natürlich den einen oder anderen. Ich kenne Patrick Herrmann, Matze Bader, die kenne ich natürlich aus der Vergangenheit. Und ich glaube, die sind auch viel befragt worden, so wie ich das mitbekommen habe. Ich hoffe, die haben nicht so schlecht geredet. Ich gehe davon aus, dass es nicht so schlecht war. Auch wenn Matze Bader nicht so viel gespielt hat, aber das lag jetzt zwangsläufig nicht nur an mir. Nachgefragt, gab's, also Sie haben gesagt, es gab am Anfang ein Telefonat mit Dimi Gramotzes, okay. Und jetzt gab es auch so eine Art Übergabe, das aus Ihrer Sicht nicht nötig und daran angeknüpft auch noch die Frage, was wollen Sie denn weiterführen jetzt aus der Zeit unter Gramotzes und wo wollen Sie möglicherweise einen anderen Fokus, einen anderen Schwerpunkt setzen? Ja, also es gab den Kontakt, weil ich den gewollt habe, bevor das veröffentlicht worden ist. Das habe ich übrigens in Köln auch so gemacht. Als wir mit Köln klar waren, habe ich auch den Stefan Rutenbeck angerufen. Ich wollte ihn informieren darüber. Das habe ich bei Dimi genauso gemacht. Ich habe mit Dimi 2 Jahre zusammengespielt und habe auch gesagt, wenn irgendwas ist, was ihn irgendwie stört, dann kann er natürlich sofort an zum Hörer greifen und mich anrufen, weil wir haben auch ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Und das ist mir auch wichtig darüber hinaus. Und Dimi hat ja selber auch von Menschlichkeit gesprochen und das zeichnet uns, glaube ich, auch aus. Und das wollten wir natürlich aufrechterhalten. Aber es gab jetzt keine Übergabe. Dafür war auch dann der Zeitraum auch zu kurz. Ich denke, es auch ein bisschen Urlaub braucht, so wie jeder. Das war jetzt nicht so der Fall. Zu dem, was fortsetzen, ich finde es prinzipiell schwierig zu sagen, ein Trainer setzt das fort, was der andere angefangen hat, weil jeder Trainer seine Idee hat und jeder Trainer auch seine Art hat, wie er eine Mannschaft führt und wie er damit umgeht. Ich glaube, deswegen wird auch häufiger mal ein Trainerwechsel vollzogen. Hier in dem Fall war es eine andere Situation, weil Dimi sich anders entschlossen hat. Und dann bringt man halt seine Ideen mit rein. Das sollte zwangsläufig immer wieder in die richtige Richtung gehen, heißt in die Weiterentwicklung. Da sind wir auf jeden Fall konform, aber jeder auf seine Art. Also ich werde es auf die Art machen, wie wir es auch in den letzten Jahren gemacht haben. Damit sind wir nicht so schlecht gefahren, wie ich auch eben nochmal in der Frage dann rausgehört habe. Und ja, klar, logischerweise immer im Kontext mit der Mannschaft. Wir arbeiten mit der Mannschaft zusammen. Die Mannschaft muss sich da mit uns auch immer wieder drüber austauschen. Es geht ja nicht darum zu sagen, ihr müsst was machen, sondern es geht immer darum, eine Hilfestellung zu sein, mit der Mannschaft zu kommunizieren, die Mannschaft weiterzuentwickeln, gute Dinge beibehalten, Dinge, die man besser machen kann, zu verbessern. Also das wird ein Miteinander. Und wir werden das nicht bestimmen, werden sicherlich viele Sachen entscheiden, aber wir werden die Spieler immer wieder mit in die Entscheidung reinnehmen, weil sie stehen am Ende auf dem Platz und du kannst als Trainer noch so viel machen, aber die Entscheidung auf dem Platz, wo spielt er den Ball hin, was macht er, was hat er für eine Idee, wie will er sie umsetzen,
Das muss der Spieler selber machen. Du kannst, sonst hast du nachher einen Roboter auf dem Platz. Das wollen wir alle nicht. Wir wollen ja Menschen haben, freie Entscheidungen treffen können. Deswegen immer ein Miteinander. Dann machen wir da, glaube ich, da hinten mal weiter. Daniel Schmidt, Frankfurter Rundschau. Sie haben gerade gesagt, Sie kennen die Spieler noch nicht. So ein bisschen organisatorisch die Frage, wann lernen Sie die denn kennen? Also wann geht's los? Und jetzt wurde ja gesagt, Sie haben jetzt gestern quasi angefangen zu arbeiten schon. Was machen Sie denn bis dahin noch? Also was steht da jetzt in den nächsten 2-3 Wochen, wahrscheinlich Ende Juli oder so, für Sie auf dem Plan? Ja, also erstmal nochmal in Bezug auf die Spieler nicht kennengelernt. Also ich kenne die Spieler fußballerisch schon, ne? Also nicht falsch verstehen, nicht, dass er sagt, der hat noch keinen Spieler gesehen, noch kein Spiel gesehen. Doch, habe ich. Ich kenne die Spieler, aber natürlich nicht persönlich. So, und zu der nächsten Frage, wir haben jetzt seit gestern erst angefangen. Ja, offiziell ist es seit gestern. Natürlich, ich habe auch eben gesagt, dass ich den Dimi ja auch angerufen habe und in Kenntnis gesetzt habe, auch gefragt hat, ob das Sinn macht, jetzt mit den Spielern, die, deren Verträge auslaufen, dann auch ein Gespräch zu führen, wenn man die verlängern will. Hat er bejaht, weil das für Ruhe im Kader sorgt. Also bin schon die ganze Zeit auch im Hintergrund immer wieder dran, wo wir uns austauschen. Das gehört auch dazu. Ich glaube, das ist auch vollkommen normal bei Kaderplanungen. Und was jetzt die Zukunft betrifft, ist, wir haben uns mit dem Funktionsteam schon hingesetzt. Wir haben das Funktionsteam schon eingeweiht in unsere Abläufe. Jetzt kommt natürlich eine Problematik rein, die sich seit gestern stellt, wo wir jetzt nicht genau wissen, wann ist jetzt Start dieser Liga. Das wird sich heute, glaube ich, im Laufe des Tages, wenn ich richtig, ne, wir haben es eben noch darüber ausgetauscht mit Präsidenten und mit Tom Eilers und mit Wehle, wird im Laufe des Tages entschieden. Wir haben einen groben Ablaufplan haben wir natürlich gelegt, weil wir davon ausgegangen sind, dass es halt 11. September sein kann, wann der Start ist. Dann arbeitest du halt zurück und dadurch, dass wir Corona-Testungen machen müssen, da gehen wir jetzt mal von aus, haben wir gesagt, dass wir Ende Juli starten, am 27. dann mit den Testungen starten, sodass wir dann am 1. August auch auf dem Platz sein können. Das kann sich jetzt alles ein bisschen relativieren, je nachdem, wie die Saison startet, dann wird das alles ein bisschen früher sein. Aber das liegt jetzt nicht nur an uns, das wird ja eine Abstimmung sein, die im Allgemeinen dann auch durch die erste, zweite Liga geht. Wann wir starten, wie wir starten, hat natürlich immer Vor- und Nachteile. Sportlich gesehen ist es halt, wäre es für uns super, wenn es dann bei dem Plan bleiben würde, wie wir es jetzt auch aktuell verfasst haben. Wirtschaftlich könnte es natürlich so sein, dass dadurch dann Einbußen sind und das muss man alle abwägen, aber da bin ich dann der falsche Ansprechpartner. Kurz eingreifend oder ergänzend dazu, seit gestern gibt es die Informationen von der DFL, dass es unterschiedliche Szenarien, insbesondere für die zweite Liga gibt, was den Startpunkt angeht. Das eine ist der 18. September, wo auch die Bundesliga anfangen wird und der andere Starttermin ist am 28., 29. August. Dazu muss ich dann auch sagen, dass wir die Spieler auch darüber informiert haben, bevor sie in Urlaub gegangen sind, dass wir eine gewisse Zeit Urlaub geben, vielleicht auch ein bisschen länger, wenn es möglich ist, aber dass auch immer wieder Anpassungen aufgrund der Situation, so wie sie jetzt entsteht, wo heute sicherlich auch eine Abstimmung und morgen Ergebnis wahrscheinlich herauskommen wird, dass man da auch variabel handeln muss. Genauso haben wir die Planung für die Vorbereitung natürlich auch geplant. Auch da variabel zu sein. Es ist in den Zeiten jetzt so, dass wir da kurzfristig auch Sachen anders gestalten müssen. Da müssen sich alle drauf einstellen. Wir als Verantwortliche genauso wie die Spieler. Weitere Handzeichen. Machen wir mal da drüben weiter. Michael Maxen von FFH, Sie kennen ja die zweite Liga sehr gut, Sie waren ja lange dort Trainer. Viele Spiele sind da ja immer extrem ausgeglichen, man weiß vorher gefühlt nie, wer gewinnen kann, alles ist möglich. Wo sehen Sie denn den SV Darmstadt 98 da in dieser Rangfolge, vielleicht auch perspektivisch? Und wie traurig sind Sie eigentlich, dass zum Saisonbeginn Sie ja auf der Baustelle spielen werden hier in Darmstadt? Ja, die zweite Liga ist in der Tat sehr, sehr eng. Also wenn ich mich an das erste Zweitliga-Jahr erinnere, als wir aufgestiegen sind damals mit Holstein Kiel, sind wir in die Relegation gekommen als Aufsteiger und genau in demselben Jahr ist Braunschweig, die davor in der Relegation waren, abgestiegen beim letzten Heimspiel gegen Braunschweig. Das haben wir also hautnah miterlebt. Da haben wir direkt miterlebt, wie eng diese zweite Liga ist und wie schwer es ist. Deswegen ist eine Einschätzung
wo siehst du dich, wo soll es hingehen? Das hat auch immer ein bisschen was damit zu tun, wie jetzt gerade die Kaderplanungen laufen. Was ist umsetzbar, was ist nicht umsetzbar? Im besten Fall immer sehr erfolgreich, das ist logischerweise. Und Erfolg, wie gesagt, hat auch mehrere Säulen. Du kannst auch was entwickeln, kannst auch Spiele entwickeln, die du am Ende des Tages vielleicht, wo du dann Mehrwert hast, das darf man halt auch nicht zur Seite kehren. Also es ist schon so, dass wir die Spiele gewinnen wollen. Es ist schon so, dass wir natürlich in der Tabelle auch versuchen wollen, so weit wie möglich nach oben zu kommen. Was aber zwangsläufig auch nicht immer so das für einen Trainer oder für einen Verein ein Maßstab ist. Also für einen Trainer, das habe ich ja selber erlebt, ich war auch Tabellenführer und bin entlassen worden. Das ist manchmal gefährlich, wenn du Tabellenführer bist. Dann geht es auch mal in die andere Richtung. Was das Stadion betrifft, finde ich, das ist was Positives. Also klar will man nicht gerne auf einer Baustelle spielen, alleine der Atmosphäre wegen. Allerdings haben wir ja auch gerade diese Problematik von Corona. Da war die Atmosphäre auch eine andere. Man hat liebend gern die Fans dabei, gerade hier die Fans. Ich habe das ja auch schon erlebt, mit Köln hier gespielt oder mit Kiel. Also ist schon beeindruckend, diese Atmosphäre. Aber es ist auch wieder ein Zeichen der Weiterentwicklung. Wenn man es positiv nimmt, ist es ein Zeichen, hier entsteht was, hier passiert was, hier stagniert nichts. Und ich hoffe halt, genauso wie das dann auch mit der Tribüne ist, dass das nach und nach sukzessive aufgebaut wird und dass wir das dann auch nach und nach sukzessive mit der Mannschaft machen können und sie aufbauen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du bei uns auf Platz 1 entlassen bist. Alexander Bohnenge von Sky, hallo Markus. Ja, hallo. Sie hatten vorhin angeführt, in der Zeit nach Köln hatten Sie viel Zeit zum Nachdenken, zum Weiterbilden. Sie hatten es auch angeschnitten, das war ja eine krasse Situation in Köln. Also maximal erfolgreich eigentlich zu sein und dann doch nicht gut genug. Nach dieser intensiven Zeit, was hat dann so dieser Reflexionsprozess ergeben, wenn Sie nochmal drüber nachgedacht haben? Gibt es Dinge, die Sie vielleicht in der Herangehensweise prinzipiell in Ihrem Trainerdasein ändern wollen? Was werden Sie ändern? Ja, wie schaut der Anfang 2-0 aus, also nach allem, was Sie durchgemacht haben? Ja, ja klar, natürlich. Ich glaube, das sollte man bei jeder Station, unabhängig davon, ob sie jetzt extrem erfolgreich war oder vielleicht nicht so erfolgreich war, reflektieren. Logischerweise, es gibt immer im Umgang mit deinem Trainerteam, da redest du sowieso drüber, permanent, wie sollen wir was angehen, wer soll was machen, Aufteilungen etc. Also das haben wir ja sowieso immer gemacht, das haben wir ja auch davor die Jahre gemacht. Aber klar, es gibt auch Entscheidungen, die du vielleicht dann manchmal anders treffen würdest, das ist auch klar. Aber wenn man in der Summe sieht, dass man doch, so wie es auch in der Frage drin formuliert war, dass man doch durchaus erfolgreich war und viel nach vorne gebracht hat. Und ich habe ja eben gesagt, diese drei Säulen, wir haben Spieler entwickelt. Wenn ich jetzt an John Cordoba sehe, das macht halt einen Riesenspaß, ihm zuzugucken. Und auf einmal ist er sehr wertvoll für den 1. FC Köln. Und das ist eine tolle Geschichte. Und dann siehst du halt, dass du auch zwangsläufig nicht auf dem falschen Weg warst. Und da entwickelt sich ja auch was. Und ja, wie gesagt, dann den Fußball, den wir gespielt haben. Wir haben in Köln sicherlich die Lehren gezogen aus der Kiel-Zeit. Wenn ich das mal so Revue passieren lasse, in Kiel haben wir eine Phase gehabt, wo wir, glaube ich, 10, 11 Spiele in Folge nicht gewonnen haben, haben nicht zwangsläufig verloren und haben uns dann gesagt, was nehmen wir mit nach Köln? In Köln musst du die Spiele gewinnen, da bist du Favorit, da musst du rausgehen, da musst du auch Risiko nehmen. Okay, dann nimmst du das Risiko und gewinnst vielleicht das ein oder andere Spiel mehr, aber immer im Bewusstsein, dass du halt auch mal ein paar Spiele mehr verlierst. Aber das sind am Ende die entscheidenden Punkte, das haben wir halt da mitgenommen. Und wenn man das jetzt mal so reflektiert, dann haben wir vielleicht teilweise in Köln zu viel riskiert, in Kiel vielleicht zu wenig riskiert und jetzt sind wir in Darmstadt, vielleicht kriegen wir diese Balance ein bisschen besser hin. Wir haben gnadenlos auf Sieg gespielt in Köln, das war einfach so das Fazit für uns. Wo wir gesagt haben, ja, wir hätten vielleicht ein bisschen gucken müssen. Die Leute reden darüber, wie viele Gegentore du bekommen hast, obwohl es im Schnitt gar nicht so viele waren. Und vor allen Dingen das Torverhältnis, was du dann erzählt hast, war exorbitant gut im Verhältnis zu dem, was die letzten Jahre war, gerade in Köln. Also so ein Mischmasch aus dem, was in Kiel war und Mischmasch aus dem, was in Köln war. Wenn wir das hinkriegen in die Balance, ich glaube, dann sind wir gut unterwegs. Das wäre so der Wunsch. Ob das dann immer umsetzbar ist, das wissen wir halt auch nicht. Aber so, das wäre das, was wir uns so vorstellen. Weitere Handzeichen. Machen wir bitte weiter. Marc Weinfeller, HR, hallo. Eine Frage. Normalerweise ist es ja so, wenn man als Trainer irgendwo anfängt, hat davor irgendwas nicht funktioniert mit Trainermannschaft, die sind meistens dann nicht so erfolgreich. Jetzt ist es hier anders.
Macht das für Sie schwieriger, dass Ihr Vorgänger erfolgreich war und die Lilien Fünfter geworden sind? Nein, also überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil, ist doch toll, wenn du zu einem Verein kommst, der positive Erlebnisse und Ereignisse in der Vergangenheit hatte. Das ist doch schön. Ich meine, man darf nicht vergessen, als wir jetzt nach Köln gegangen sind, da haben auch viele in Köln zwar durch die Abstiegssaison ein bisschen anders geredet, aber davor waren wir im Europapokal und das war auch durchaus erfolgreich. Und in Kiel war es so, als ich nach Kiel gekommen bin, kann ich nur erinnern, da war Carsten Neitzel vorher da, der hat damals auch die Relegation ganz knapp verpasst. Also da waren auch positive Erlebnisse und nee, also mit positiven Dingen ist es super umzugehen und wäre schön, wenn wir das auch sehr positiv gestalten können. Also das tut dem Ganzen gar keinen Abbruch. Noch eine Frage zu den Verhandlungen. Da war ja auch schon Corona. Wie ist das denn abgelaufen rein technisch? Also war das irgendwie Teams-Besprechung oder über Skype oder wie lief das ab? Ja, das waren viele Telefonate und viele Videokonferenzen und natürlich auch als es dann möglich war, sich mal zu treffen und sich dann auch mit nötigem Abstand sich dann auch persönlich zu treffen. Ich habe es ja erwähnt, wir hatten uns mal in einem netten Hotel getroffen gehabt, wo wir vielleicht was anderes erwartet hatten, aber letztendlich ist es dann auch ganz gut ausgegangen. Der Vorteil war ja auch, dass ich immer negativ getestet war und in dem Testpool mit drin war. Ansonsten war es halt, wenn ich mal sagen darf, ich meine, viele haben ja vielleicht auch Kinder und durch die Schulzeit ist es ja auch so ein bisschen verändert worden. Haben wir halt über Zoom, habe ich dann das komplette Präsidium kennengelernt. Das war auch interessant, wenn dann jeder zu Hause saß und wurde dann eingeblendet und wir haben dann die Konferenzen da geführt und miteinander gesprochen. Ist anders, aber haben wir ja alle erlebt und ich sage, für die Kinder ist es ja genauso gewesen, die dann auch viel über online gelernt haben. Also wir haben uns den Rahmenbedingungen angepasst. Moritz Greilinger vom Kicker. Wir haben ja schon über die neuralgischen Positionen gesprochen, Innenverteidiger mitunter die größte Baustelle, möglicherweise, vielleicht könnte Serdar Dursun noch verkauft werden, dann wird im Sturm noch die zweite Baustelle aufgehen. Jetzt haben wir ja in diesem Sommer diese extrem lange Transferperiode, die bis in den Oktober reingeht. Sehen Sie das eher als Vorteil, weil man bis zum Schluss handeln könnte, oder eher als Nachteil, weil gleichzeitig bis zum Schluss möglicherweise Unsicherheit herrschen könnte? Ja, ich glaube halt, das ist eine ganz andere Transferperiode, wird nicht nur vom Zeitraum, sondern auch, weil die Vereine halt einen ganz anderen Rahmen haben und ganz andere Möglichkeiten haben als in der Vergangenheit. Und für uns ist es so, dass wir müssen versuchen, die Spieler, die wir haben wollen, von uns zu überzeugen. Also ob das dann am Ende dann gelingt, früher oder vielleicht hinten raus ein bisschen später, das wird sich halt zeigen. Es ist halt schwierig, das abzusehen, weil, wie gesagt, so eine Situation hatten wir alle noch nicht. Es ist eine neue Situation, die auf uns zukommt. Und klar, du musst halt auch im Hinterkopf behalten, dass du keinen Aktionismus betreibst, sondern dass du vielleicht auch nochmal wartest auf den Zeitpunkt, dass du hinten raus auch nochmal zuschlagen kannst. Also wie gesagt, es ist halt auch schwierig, weil wir jetzt auch nicht wissen, was ist jetzt umsetzbar. Wir wissen natürlich, dass wir was machen müssen und die Bereitschaft ist auch da, habe ich eben gesagt. Das war auch einer der wichtigsten Bausteine für mich, warum ich gesagt habe, ich mache Darmstadt 98, das ist spannend, das ist interessant, weil die Bereitschaft einfach signalisiert worden ist. Ich würde es natürlich am liebsten so haben, dass ich zum Trainingsstart alle Mann an Bord habe, mit denen ich arbeiten kann und mit denen ich dann auf dem Platz stehe. Aber ob das umsetzbar ist, weiß ich halt nicht. Was die Transferperiode angeht, ist es ja auch so, dass die Transferperiode von der Zeit an sich ja nicht extrem viel länger ist mit Saisonschluss bzw. Ende der Transferperiode. Das kann ein Vorteil und ein Nachteil natürlich sein, was die Planungssicherheit der eigenen Spieler angeht. Was der Markus gesagt hat, natürlich möchte man so früh wie möglich den Kader zusammen haben. Ich glaube aber auch, dass aufgrund der ganzen Situation in allen Vereinen, erste und zweite Liga, dass sich die Vereine ein Stück weit auch noch sortieren müssen, dass viel Bewegung auch noch zum Ende hinein reinkommen wird. Auch. Und von daher ist es nicht ungewöhnlich, dass das Zeitfenster jetzt das gleiche ist, aber bis in den Oktober reingeht. Und das hängt dann auch natürlich noch mit da zusammen, wann wir dann schlussendlich auch die Saison beginnen. Ich möchte alle guten Spieler, die wir haben, möchte ich natürlich bei mir haben. Dursun ist ein Spieler, der viele Tore gemacht hat und der wertvoll ist für den Verein. Am Ende des Tages gibt es natürlich aber auch einen wirtschaftlichen Faktor. Nur ich muss halt dafür sorgen, dass es sportlich läuft. Und wenn es so ist, dass Serdar dafür sich entscheidet, dass er den Verein verlassen will und wir dementsprechend wirtschaftlich in eine Situation reinkommen,
die wir einfach nicht ablehnen können. Da möchte ich natürlich aber auch einen Spieler haben, der der adäquate Ersatz ist. Aber ich plane mit ihm und momentan stellt sich die Frage für mich überhaupt nicht. Ja, ich muss auch nochmal zum Kader zurückkommen. Der ist ja relativ groß und so viele Spieler gehen letztlich nicht weg, wo die Verträge auslaufen. Na, es wird wohl einige Vertragsauflösungen geben, vermute ich mal, oder dass man sich mit einigen Spielern trennt. Gibt es eine Idealvorstellung von Ihnen, dass ich brauche einen Kader von, keine Ahnung, 22 Feldspielern und 3 Torhütern, dass es so eine Gruppe ist, oder sagen Sie, die Zahl interessiert mich nicht, sodass man jetzt auch weiß, wer überhaupt noch gehen wird, oder wissen Spieler schon, dass sie gehen werden, dürfen, müssen? Dass die Spieler wissen, ob sie gehen werden, also das wissen sie wahrscheinlich selber am besten. Wir haben ja gesagt, rückblickend auf die letzte Saison, dass wir relativ viele Transfers gemacht hatten auch, dass wir einen Kader zusammengestellt haben, der sich letztendlich jetzt ausgezahlt hatte, auch nach hinten raus, durch die Variabilität im Kader. Dass wir aber auch gesagt haben, und das war auch schon vor Corona-Zeiten so, dass wir den Kader verkleinern wollen und auch verkleinern müssen, das war auch klar. Wir haben auch mit Spielern gesprochen, wo wir sagen, also da sehen wir keine Perspektive drin, auch die laufende Verträge haben auch. Es ist wie bei den anderen Vereinen auch, aufgrund der Zeit, die jetzt vorherrscht, ist es sicherlich schwieriger, einen Spieler davon zu überzeugen, irgendwo anders sein Glück zu suchen, ja, weil es bestehen laufende Verträge und die respektieren wir natürlich auch. Und was die Kadergröße angeht, muss man halt sagen, dass wir es verkleinern wollen. Ob es jetzt 21 plus 3 sind oder 22 plus 3, das kommt noch so ein bisschen drauf an, wie sich dann auch die Zusammenstellung des Kaders insgesamt darstellt. Deckt sich das mit Ihren Vorstellungen? Also er hat jetzt gesagt, 21, 22 plus 3, ist das so eine Vorstellung, also ohne es jetzt auf die Mann und Maus festzumachen? Ja, klar. Wichtig ist, dass die Positionen besetzt sind in erster Linie, dass wir die Spieler bekommen, wo wir sagen, da haben wir Probleme, da müssen wir Spieler holen. Und wenn wir da erstmal aufgestellt sind dann, und einen Kader haben, mit dem wir starten können, dann ist es erstmal okay, dann ist es erstmal gut. Wie sich das dann weiterentwickelt, das werden wir dann halt sehen. Aber klar ist ja auch, das hat der Präsident ja am Montag auch schon gesagt, dass der Etat halt runtergefahren wird. Und dann wirst du zwangsläufig auch erstmal am Kader arbeiten, dass der Kader natürlich nicht exorbitant groß ist. Das kriegt man jetzt bei vielen Vereinen mit, die alle versuchen, auch die Kadergröße zu reduzieren. Und ja klar, ein kleiner Kader muss nicht zwangsläufig negativ sein. Aber wir wissen natürlich auch um die Gefahr, dass die Saison, die auf uns zukommt, eine sehr enge Saison ist, was den Zeitablauf betrifft. Das heißt, wir haben viel Belastung in kurzer Zeit, so wie das auch in der Corona-Zeit war. Je nachdem, wann jetzt dann auch der erste Spieltag ist, das wissen wir nicht. Da musst du auch berücksichtigen, dass du vielleicht den einen oder anderen verletzten Spieler mal haben kannst. Und wir wollen natürlich auch immer konkurrenzfähig sein. Also es ist ein schmaler Grat. Wir unterhalten uns permanent darüber und werden dann irgendwann hinten raus die Kadergröße für uns dann auch festlegen können. In der Vorbereitung des normalen Trainingslager in Corona-Zeiten ist das auch schwieriger. Welche Pläne habt ihr da für den Sommer? Gibt es ein Trainingslager? Weil gerade da lernt man ja die Spieler gut kennen. Ja, also haben wir auch drüber gesprochen. Also so ein klassisches Trainingslager, wo wir über eine Woche oder 10 Tage irgendwo hinfahren und da arbeiten, das wird nicht umsetzbar sein. Das werden wir nicht machen können. Wir überlegen halt ein Kennenlern-Trainingslager von ein paar Tagen vielleicht zu gestalten, aber das wissen wir noch nicht 100%. Weil es wäre schon wichtig, dass man mal ein bisschen enger zusammenrückt, weil wenn du von morgens bis abends zusammen bist, dann lernst du natürlich auch die Spieler kennen. Das wäre eben auch die Frage gewesen, wie gut kennen sie die Spieler. Lernst du natürlich richtig gut kennen, wenn du mal so über den ganzen Tag mit den Jungs zusammen bist. Dann vielleicht mal 2, 3 Tage am Stück. Das wäre so die einzige Überlegung, aber ein klassisches Trainingslager, das wird es im Sommer nicht geben und im Winter dann wahrscheinlich sowieso nicht, weil die Winterzeit ja auch sehr stark beschränkt ist, die Urlaubszeit, wenn sie denn überhaupt groß da ist. Das wissen wir ja nicht, weil die Entscheidung noch nicht steht. Weitere Handzeichen, dann am besten das Mikro einfach nach hinten reichen. Alex Westhoff von der FAZ. Ich habe 2 Fragen. Sie leben ja in Köln in einer großen Patchwork-Familie, das konnte man lesen. Genau. Wie wird das bei Ihnen privat laufen? Viel Zeit auf A5 und A3 ist vorgesehen. Und das andere, können Sie vielleicht nochmal näher skizzieren, Ihre Spielidee oder die Art Fußball, für die Sie hier stehen wollen, was Sie sich vorgenommen haben, ein bisschen mehr ins Detail, das wäre schön. Ja, das stimmt. Ich lebe in der Patchwork-Familie und sind eine recht große Familie. Das wird jetzt durch die Schulpflicht natürlich auch schwierig. Deswegen, ich habe hier schon eine Wohnung. Wir werden da auch immer wieder pendeln, aber
habe das in Kiel auch so gehabt und war auch eigentlich kein Problem. Ist auch sehr erfolgreich gewesen, also von daher habe ich da keinerlei Bedenken. Ja, meine Spielidee, ich glaube, die haben wir eben schon mal groß ausgeschlachtet. Da haben wir ja drüber gesprochen, dass wir aktiv sein wollen, dass wir bestimmen wollen, egal in welcher Phase des Spiels. Aber mir ist auch wichtig, dass es nicht nur darum geht, dass ich eine Idee habe, sondern mir ist halt auch wichtig, dass wir das gemeinsam mit der Mannschaft erarbeiten. Also die Jungs werden jetzt nicht dazu verdonnert, sie müssen jetzt das so spielen, sondern es muss halt immer abgestimmt sein mit der Mannschaft. Wie können wir das umsetzen? Wie können wir der Mannschaft helfen? Wie können wir uns weiterentwickeln mit diesen Spielern? Wer kann vielleicht welche Position am besten spielen? Wer hilft der Mannschaft da auf der Position am besten? Also das ist halt immer wieder eine Absprache mit der Mannschaft. Das wird nicht jetzt zwangsläufig sein, dass ich sage, so jetzt hier ist das Gerüst und ihr spielt nur das und alles andere fällt unter den Tisch. Weil dann würde ich sie auch beschneiden in ihrer Qualität. Wir wollen ja ihre Qualität haben und das muss halt dann zusammenpassen. Deswegen, wir haben in Köln ja auch, haben wir auch hinten raus, wir haben Dreierkette gespielt, wir haben mit zwei Stürmern gespielt, wir haben Dreierkette gespielt mit fünf Mittelfeldspielern, wir haben ein 4-1-4-1 gespielt, wenn man es nach den Systemen macht, wir haben 4-3-3 gespielt, also wir waren sehr flexibel, sehr variabel, was wir auch sein mussten, weil wir da halt auch die Aufgabe hatten, gegen tiefstehende Gegner zu agieren. Und in Kiel war es ähnlich und haben auch immer wieder variiert und haben immer wieder mit den Jungs zusammen Lösungsmöglichkeiten im Training erarbeitet. Und das wird halt auch so sein. Ich glaube, der HR hat noch eine Handmeldung gehabt. Nein? Dann schaue ich mal nach weiteren Handzeichen. Die gibt es nicht mehr. Dann bedanken wir uns bei euch, bei Ihnen fürs Kommen. Bedanken uns bei dir, Markus, natürlich auch und wünschen dir und deinem Co-Trainer Florian Lunge einen guten Start. Und dann sehen wir uns, wann immer der Terminplan feststeht. Ja, okay. Tschüss.